Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Gerrits Tagebuch. Hier im Terminalbereich geht es wirklich mächtig voran. Das ist auch der Bereich, wo sich im letzten Monat am meisten getan hat, denn die Ausschmückung ist fast fertig. Was hier jetzt noch fehlt, sind die Terminals. Wir hoffen, dass wir im nächsten Monat vielleicht schon ernste Fortschritte zeigen können, denn die Terminals sind massiv im Bau. Und das bedeutet, dass wir eigentlich kurz vor der Öffnung stehen. Wir haben uns entschlossen, wann wir eröffnen werden, nämlich in der ersten Maiwoche. Was auch neu ist, ist hier zu sehen, die Anflug- und Abfluganzeiger, die wir vor ein paar Folgen schon mal vorgestellt haben, sind hier eingebaut und in Betrieb und funktionieren. Ich gucke es mir sehr gerne an, wenn ein Flugzeug gelandet ist, dass sich hier das Bild dann neu aufbaut. Was hier so einfach aussieht, ist ja eine komplizierte Technik, steckt in unserem internen Bussystem drin, wird vom Hauptcomputer angesteuert und eine Platine rechnet diese Daten dann um in pixelweise Auflösung für diese kleinen Mini-Displays. Hier oben bei den Parkhäusern haben wir auch festgestellt, dass wir einen kleinen Fehler gemacht haben. Haben wir früher nie darauf geachtet, wenn wir von den Herstellern die Autos geliefert kriegen, nehmen wir sie aus der Verpackung, machen sie ein bisschen alt und schmutzig, bauen Lampen ein. Das heißt, es geht auch ein bisschen Arbeit, bis sie dann hier draufgeklebt werden. Wo wir nie darauf geachtet haben, ist, dass die Farbverteilung der Hersteller vielleicht nicht ganz der Realität entspricht. Denn draußen sind heutzutage die Autos häufig schwarz, silber, irgendwelche dunklen Anthrazitfarben. Und wir haben in diesem Bereich die Autos testweise jetzt mal genau in dem Farbbild aufgestellt, wie es in der Realität draußen zu finden ist. Und siehe da, wenn man es vom Abstand aus betrachtet, sieht es viel realistischer aus als hinten das Parkhaus, wo wir auf die Farbverteilung nicht genau geachtet haben. Und man sagen könnte, es sieht aus wie ein Smarties-Karton. Hier sind weit über 1000 Autos drin. Ob wir es so lassen oder das jetzt verändern, müssen wir mal schauen. Aber es sind auf jeden Fall spannende Entdeckungen, die man nebenbei ab und zu mal macht. Uns dominiert momentan auch unheimlich viel der Kleinkram. Der Weg, die Ladestation, 11 Stück zum Beispiel fertig zu kriegen, hat uns fast einen Monat gekostet. Immer wieder Korrekturen, kleine mechanische Fehler auslösen. Funktioniert jetzt wunderbar, ist abgehakt. Hier die Finger zu den Terminals. Da kämpfen wir noch mit kleinen Justierungsproblemen. Ein Tag klappt alles super, am nächsten Tag ist der Finger ein Stück zu weit weg oder ein Stück zu weit dran. Lösen wir noch das Problem, haben wir aber verschoben auf den Moment, wenn die Terminals fertig sind, weil dann ja die Finger natürlich mit einer Brücke auch noch mit dem Terminal verbunden werden und dann sowieso alles neu justiert werden muss. Da freue ich mich auch sehr, weil dann das Bild endlich komplett ist. Thema Flugzeuge. Ich werde sehr oft gefragt, baut ihr denn dieses Flugzeug? Und es gibt sehr viele Wünsche, die wir natürlich erstens euch und zweitens uns selbst auch sehr gerne erfüllen wollen. Aber diese Terminalfläche soll am Ende realistisch aussehen. Das heißt, die Besucher sollen hier einen Flughafen sehen, der wie ein Flughafen aussieht. Wenn hier nur Exoten zwischenstehen würden, sähe es ein bisschen komisch aus. Deswegen haben wir uns für uns entschlossen, das Frachtterminal hinten, da haben wir so eine kleine Ecke, die wir die Airport Days nennen. Da können wir Oldtimer zeigen, mal ein paar Exoten, wie zum Beispiel die oft gewünschte Concorde, die wir jetzt gerade angegriffen haben und versuchen wollen, sie zum Fliegen zu bringen. Aber wir können halt leider nicht so viele exotische Wünsche erfüllen, weil das Gesamtbild des Flughafens sonst einfach leiden würde. Wir haben hier die neue Antonov, die ist fertig und anhand dieses Flugzeuges möchte ich zum einen mal den Fortschritt der Tarnung zeigen und wie es eigentlich funktioniert oder wie lange der Weg ist, bis dieses Flugzeug einwandfrei und fehlerfrei konfiguriert über die Anlage fährt. Das ist also unsere neue Antonov AN-124, mit der ich mal erklären möchte, was alles konfiguriert werden muss, bevor das Flugzeug eigentlich wunderbar hier fliegt. Es ist noch unlackiert, Auslieferungszustand, erster Test. Es fehlen die Lampen, die müssen alle programmiert werden, damit hinterher die Blitzer und so weiter alle in der richtigen originalen Taktfrequenz blitzen. Er ist noch nicht ganz fertig, zum Beispiel die Bugklappe, die ist noch nicht fertig und die Heckklappe. Die werden wir natürlich nachher am Ende dafür nutzen, um am Frachtterminal schöne Szenarien darzustellen. Aber er ist reif für einen ersten Test. Und damit beginnen wir jetzt mal. Damit das Flugzeug später im Betrieb jederzeit weiß, wann es die richtige Geschwindigkeit fährt, mache ich jetzt bei einem mittleren Akkustand ein paar Tests mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen, weil ich bringe dem Flugzeug ein paar Geschwindigkeitsrichtwerte bei, anhand derer es dann später jederzeit, egal wie voll der Akku ist, seine wirkliche Geschwindigkeit berechnen kann. Nachdem dann gewisse Fahrtests gemacht sind, sprich ob das Flugzeug enge Kurvenradien schafft, ob es jegliche Weichen überquert oder irgendwo entgleist, wenn das erfolgreich abgeschlossen ist, die Grundtechnik funktioniert, wie zum Beispiel anhalten, sieht man jetzt hier, dann ist das Flugzeug soweit, dass wir das erste Mal auf die Startbahn einbiegen können. Als erstes muss ich ermitteln, mit welchem Radius das Flugzeug auf die Startbahn einbiegen muss, denn das Ziel ist, dass es ganz gerade steht auf der Startbahn, damit die beiden Stangen eingesteckt werden können. Dafür habe ich zwei Möglichkeiten, nämlich ich kann verändern, wie weit das Flugzeug ausholt, bevor es um die Kurve fährt, und danach, wie weit es vorfährt, um sich endgültig gerade zu stellen. Ich fange mal mit einem großen Radius an. Ich ging erstmal davon aus, großes Flugzeug, ich mache einen großen Einfahrtsradius, der war tatsächlich zu groß. Das heißt, das Flugzeug steht jetzt etwas überzogen auf der Startbahn. Es muss eigentlich gerade stehen. Also versuche ich es gleich nochmal mit einem kleineren Radius. Das ist wunderbar, diese Variante gefällt mir am besten, dass er direkt nach dem Einbiegen schon stehen bleiben kann.
und Nico ein Stück vorfahren muss, um sich endgültig gerade zu ziehen, weil das am realistischsten ist. So steht er gut. Erste Position anhalten, das gebe ich jetzt ein. Und dann ist der zweite Schritt, das Flugzeug mal zu suchen. Das heißt, das System unter der Anlage soll dieses Flugzeug finden und die vordere Stange einfädeln. Das Startkatapult muss das Flugzeug suchen, um es aufzuspießen. Dafür ist ein Sender im Flugzeug und ein Empfänger hier auf dem Schlitten. Um diesen Suchvorgang A sicher, aber B auch möglichst schnell zu machen, suche ich jetzt den optimalen Punkt, wie sich das Startkatapult in Bereitstellung stellt, um den Suchvorgang zu beginnen. Das muss immer ungefähr so ein Abstand sein, denn das Flugzeug könnte mal ein Stück weiter vorgefahren sein. Aber er soll ja nicht hier anfangen zu suchen, denn das Suchen ist recht langsam, damit die Trefferwahrscheinlichkeit möglichst hoch ist. Hier habe ich jetzt den perfekten Punkt gefunden. Das heißt, ich kann jetzt mal den Auftrag geben, dass die Maschine das Flugzeug sucht. Flugzeug gefunden. Das ist für mich eine gute Nachricht. Da brauche ich nicht lange versuchen. Es sei denn, die vordere Stange passt jetzt nicht. Das heißt, nächster Auftrag ist, ich fahre die vordere Stange einfach mal in den Rumpf rein und guck mal, ob das Flugzeug sich dabei bewegt. Nein, tut es nicht. Gutes Zeichen. Jetzt mache ich einen kleinen Test, indem ich mit dem Schlitten langsam losfahre und gucke, ob das Flugzeug auch mitgenommen wird. Sieht gut aus. Der nächste Schritt ist, ich muss gucken, wie weit ich die Stangen eigentlich ausfahren muss, damit die genau oben am Dach des Flugzeuges in den Trichtern anschlagen. Dazu fahre ich sie mir erstmal ein Stück raus, nehme mir als erstes die vordere Stange. Das kann ich auf 1/10 Millimeter genau einstellen. Da sah ich noch eine kleine Bewegung, also nochmal 2/10 Millimeter raus. Das ist die vordere Stange. Das gleiche Spiel mache ich mit der hinteren Stange. Nachdem ich die Werte gefunden habe, mache ich einen ersten optischen Test, denn ich sage jetzt meiner Software, sie soll versuchen, das Flugzeug möglichst exakt gerade hochzufahren. Und anhand dieses optischen Eindrucks kann ich sehen, ob die Arbeit einigermaßen passte. Das gleiche mache ich andersrum. Beim Absetzen muss das Flugzeug jetzt ganz sanft abgesetzt werden, sonst stimmt noch irgendwas nicht. Also sanft absetzen. Noch nicht perfekt. Das heißt, da können wir noch kleine Optimierungen machen, weil bei einer Landung natürlich, der Start sähe jetzt ganz gut aus, aber die Landung wäre noch ein bisschen zu holprig. Wobei, sie darf ja auch ab und zu mal holprig sein. Jetzt ist es soweit, dass die Antonov für den Start programmiert werden kann. Es ist ein Flugzeugtyp, den wir bis jetzt hier noch nicht geflogen haben. Das heißt, ich kann mich nicht bei anderen Flugzeugen orientieren, was ich zwar sonst auch möglichst wenig tue, damit die Starts alle unterschiedlich aussehen. Ich gucke mir als erstes YouTube-Videos an, um Anstellwinkel oder Ähnliches herauszufinden und dann geht's los. Hier beim Suchen von schönen Take-Off-Szenen bin ich auf dieses Bild gestoßen, nämlich man sieht einen Flugzeugschlepper an der Antonov. Wir haben uns nämlich gefragt, kann dieses Flugzeug überhaupt gepusht werden? Es kann. Aber da sie so flach ist, haben wir auch schon festgestellt, unsere normalen Pushbacker sind dafür nicht geeignet. Das heißt, wir haben einen Flugzeugschlepper gerade im Bau, der schön flach ist und die Antonov schieben kann. Wir haben auch einen neuen Schlepper gebaut für unseren A380, weil den Goldhofer, den wir momentan einsetzen, hier an allen Positionen, der ist gar nicht in der Lage, einen A380 zu schieben. Also neuen Schlepper bauen, der ist fertig und im Einsatz und ich finde, die Arbeit hat sich gelohnt. Nachdem ich mir jetzt hier ein paar Starts bei YouTube angeguckt habe, kann es losgehen, das Ganze zu programmieren. Dazu erstmal was Grundsätzliches. Ein kleines Flugzeug hat die Trichter den einen vorm Hauptfahrwerk und den anderen Trichtern hinterm Hauptfahrwerk. Das heißt, das Heben der Nase findet durch eine solche Bewegung statt. Beide Stangen müssen sich bewegen, aber die eine geht nach oben, die andere nach unten. Ein großes Flugzeug haben wir vom Schwerpunkt die Situation, dass sich beide Trichter vorm Hauptfahrwerk befinden. Das heißt, da findet der Start so statt, dass sich beide Stangen heben. Die vordere etwas mehr, die hintere etwas weniger. Alleine dieser Aspekt hat dazu geführt, dass wir uns gesagt haben, wir wollen die Software nicht so weit kriegen, dass ich ein paar Parameter eingebe, Anstellwinkel und so weiter und die macht alles selbst. Sondern der bessere Weg ist wirklich ein bisschen Try and Error zu machen, Grundparameter wie Startgeschwindigkeit, Abhebegeschwindigkeit und so weiter einzugeben, aber die Steuerung der Stangen, wann welche Stange wie sich hebt, doch eher mit der Hand herauszufinden und da tasten wir uns jetzt ran. Und jetzt geht es los. Das hier ist die Steuerung der Stangen in der zeitlichen Abfolge. Ich habe jetzt ein paar Versuchswerte eingegeben und werde jetzt dem System sagen, dass es auf der Stelle starten soll. Das heißt, ich kann mir hier von hier schön aus angucken, ob der Start so einigermaßen so läuft, wie ich es mir vorstelle. Ich gucke mir das hier auf der Stelle an. Und breche das Ganze ab, weil die hintere Stange kam in diesem Fall zu früh. Ich mache eine drastische Änderung, 400 Millisekunden soll die hintere Stange später kommen. Ja, ich sehe schon, die hintere Stange kommt zu spät, war jetzt. Aber wir nähern uns an.
So, nochmal 100 Millisekunden auf die hintere Stange rausgenommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das jetzt ist. So, da sah man jetzt noch einen kleinen Rucker, den mache ich jetzt noch weg. Und das ist der Punkt, wo wir zur Tarnung kommen. Die Tarnung ist auf beiden Seiten soweit technisch erstmal fertig. Sie wird jetzt noch optimiert. Aber damit das Flugzeug auch durch die Tarnung durchpasst und da nicht irgendwo gegen die Wand fliegt, muss es jetzt als nächstes, bevor wir den Start mal im richtigen Ablauf sehen können, auf die Tarnung eingestellt werden. Dazu fahre ich es da hinten ins Fenster rein. So, jedes Flugzeug muss auf die Tarnung so eingestellt werden, dass es bei einem sogenannten negativen Pitch, das heißt, dass die Nase nach unten zeigt, was jetzt nicht so der Standard-Flugmodus eines Flugzeuges ist, also in diesem Fall die Heckflosse oben nicht anschlägt. Da suche ich jetzt die Punkte, wie weit es geht, und gebe die bei der Software ein, dass es zu einem Nothalt führen würde, wenn dieser Pitch überschritten wird. Das mache ich für beide Seiten, übernehme die Werte und bin soweit fertig für einen ersten Testflug. Die Tarnung ist technisch jetzt soweit fertig, das heißt, wir haben hier einen Linearantrieb, nennt sich das, der dieses gesamte Fenster mit einer Übersteuerung auf die andere Seite hochheben kann. Da möchte ich mir übrigens herzlich bedanken. Es gab einen tollen Tipp bei gerritztagebuch.de, dass wir die Rollos am Fenster und nicht am Boden befestigen sollen, weil es stimmt, dadurch läuft das Bild, was hier drauf kommt, nicht immer mit. Vielen Dank für diesen Tipp, wir haben ihn umgesetzt. Was jetzt noch fehlt, ist die Einhausung des Ganzen. Das heißt, wir werden versuchen, möglichst mit geschwungenen, runden Linien dieses Gerät einzuhausen, damit es möglichst unauffällig hier in der Landschaft verschwindet. Hier auf der anderen Seite kann man mal sehen, einen ersten Versuch, wie wir es uns vorstellen, auch das Fenster an sich zu tarnen. Das ist noch keine Endlösung, das ist eine sehr vorsichtige Lösung mit ganz weichen Bändern, damit sich bloß am Flugzeug nichts verfängt. Die nächsten Tests werden sein, es mit ganz dünnem Veranstaltungstuch zu machen, vielleicht sogar mit Papier. Alle Versuche, es mit Nebel zu machen, dass wir hier eine kleine Nebelwand erzeugen, klappen einfach nicht wegen unserer Klimaanlage und weil das Flugzeug beim Durchfliegen so viel Wind erzeugt, dass so viel Nebel mit auf die Anlage geht, das sieht einfach komisch aus. Hinzu kommt, dass wir diese Nebeltechnik natürlich mit dem Fenster anheben müssen und wir uns gesagt haben, da können wir gerne in 2 Jahren mal, wenn hier alles absolut reibungslos läuft, drüber nachdenken, aber momentan suchen wir eher eine Lösung in die Richtung. Nachdem der Jungfernflug jetzt erfolgreich war, fehlt noch die Landung und vor allen Dingen ganz viele Kleinigkeiten. Die Soundfiles zu finden, richtig zu timen, richtig zuzuordnen, wenn der Pilot ein bisschen Schub gibt beim Taxiing. Wie klingt das eigentlich? Sachen, die fürs Bild nicht so interessant sind, aber die noch folgen. Zum Beispiel auch die Triebwerke. Die Triebwerke können wir jetzt beim A350 das erste Mal drehen zeigen. Auch die müssen gebaut werden, justiert werden, das Anlaufverhalten und ähnliches. Und zum Schluss geht die Maschine zur Lackierung, kriegt diese Lackierung hier, weil alle russischsprachigen Leute mögen es mir verzeihen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Wolga Dniepre, keine Ahnung, wird auf jeden Fall die Lackierung werden. Dann muss ich Flugziele finden, für den Flugplan das alles konfigurieren und dann irgendwann ist die Maschine einsatzbereit. Mit dem Festlegen des Eröffnungstermins beginnt für uns jetzt natürlich der Endspurt. Und der Endspurt bedeutet, dass wir 3.000 bis 4.000 Figuren, kleine Autos, die sich nicht bewegen, hier noch hinsetzen müssen. Denn sieht zwar aus wie ein Flughafen hier, aber irgendwas fehlt. Nämlich die Detaillierung. Hier haben wir mal so ein kleines Beispiel hingestellt. Als statisches, also stehendes Bild, sieht es wunderbar aus. Nur wir müssen für jeden Gepäckwagen, für jede Figur wirklich immer den Kompromiss finden. Es sieht als stehendes Bild gut aus, aber auch, wenn das Flugzeug angefahren kommt, dass es nicht zu unrealistisch wird, dass hier schon Autos stehen, während das Flugzeug kommt. Wir müssen nämlich auch dazu immer aufpassen, dass wir nicht den fahrenden Autos irgendwas in den Weg stellen. Das heißt, viele Flächen brauchen wir wirklich dafür, dass da Autos durchfahren können. Das wird in jedem Fall immer ein Kompromiss sein, aber wir versuchen natürlich für jedes Detail irgendwo immer den besten Kompromiss zu finden. Das war's schon für diese Folge. Für mich ist jetzt in den nächsten 2 Monaten erstmal ganz wichtig, 2 große Dinge noch zu programmieren, nämlich das Durchstarten. Das heißt, wenn eine Maschine landet und irgendwas schief geht, muss sie wieder durchstarten, ist sehr aufwendig, und die Feuerwehreinsätze zu programmieren. Das Thema Feuerwehr wird eine besondere Folge von Gerrits Tagebuch irgendwann werden, nämlich: Was macht die Feuerwehr hier? Wie sieht sie aus? Was für Einsätze fahren wir? Und anhand dieses Beispiels auch mal ein Feuerwehrauto komplett zu bauen, nämlich zu erklären, wie eigentlich ein K-System-Auto gebaut wird. Bis dahin möchte ich mich bedanken und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!